Das KitKat zum Beispiel, mit dem Klaus eines Ferienmorgens auf der Straße herumkurfte, das hatte jemand gebaut, der verstand, worauf es ankam bei so einem Gefährt. Leichtigkeit und Wendigkeit. Der Rahmen war nur ebenso groß wie nötig, die Stangen nur ebenso dick wie nötig und die Reifen wegen des besseren Antritts relativ breit und zum Aufpumpen knös. Als meine Eltern ein Einsehen hatten, gingen sie natürlich nicht rüber zu Klausis Oma und Opa, um zu fragen, woher er das tolle Gefährt habe, was aus meiner Kindersicht das Einfachste gewesen wäre, sondern mein Vater tat, was er immer tat, um sich am Ort nichts nachsagen zu lassen zu müssen. Er ging in das Geschäft, in das man eben ging, für alles, was Reifen, aber keinen Motor hatte. Er ging mit mir zur Fahrradtasche. Dort hatten sie ein Kettcar mit Vollgummireifen und Flugzeuggelenkknüppel, das mindestens doppelt so schwer war wie das von Klaus. Es ist für einen Jungen schon schwer genug, ein Wettrennen zu verlieren. Aber von vornherein zu wissen, dass du mit deinem schweren Gefährt gar keine Chance hast, da wird das Geschenk zur Strafe.